Das Wort hat der Kollege Dr. Reinhard Brandl für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es passt sehr gut, dass wir das Thema Medienkompetenz als erstes inhaltliches Ergebnis der Enquete-Kommission hier im Plenum diskutieren. Medienkompetenz ist zwar nicht die Antwort auf alle Fragen, die sich uns im Zusammenhang mit dem Internet stellen, aber nur ein aufgeklärter, mündiger Nutzer kann auch die Chancen realisieren, die sich ihm mit dem Zusammenhang mit dem Internet bieten. Und nur ein aufgeklärter, mündiger Nutzer kann auch mit den Risiken umgehen, die bei der Nutzung im Netz für ihn mit verbunden sind. Medienkompetenz kann auch nicht gesetzlich verordnet werden. Die Vermittlung ist auch nicht allein Aufgabe des Staates. Aber der Staat muss und kann entsprechende Bildungsangebote initiieren und fördern. Und meine Damen und Herren, für mich persönlich ein wichtiger Erkenntnisgewinn und auch ein wichtiges Ergebnis der Arbeit der Enquete-Kommission ist die lange Liste von Initiativen in dem Bericht, von Initiativen, die es in dem Bereich schon gibt. Das Rad muss nicht neu erfunden werden. Aber es ist eine wichtige Handlungsempfehlung, dass bestehende Angebote besser vernetzt werden müssen. Meine Damen und Herren, die Vermittlung von Medienkompetenz ersetzt auch nicht andere staatliche Aufgaben, wie zum Beispiel den Verbraucherschutz oder den Jugendmedienschutz. Da gibt es natürlich aber auch Berührungspunkte. Und eine große Leistung der Enquete-Kommission in diesem Bereich ist, dass man sich im Konsens auf ein Leitbild verständigt hat, wie gerade der Jugendmedienschutz im Verhältnis zur Medienkompetenz zu bewerten ist. Und Frau Özegus und Herr Jatzombek haben ja schon wichtige Protagonisten genannt, Professor Ring, Herr Professor Schulz und Alba Freude auf der anderen Seite, die dort diesen Konsens auch gefunden haben. Und das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Meine Damen und Herren, nicht jeder Jugendliche, so medienkompetent er auch immer sein mag, muss, soll oder kann alles verarbeiten, was ihm das Internet an Angeboten bietet. Man kann ihn aber auch nicht zu 100% schützen, vor allem nicht, wenn er gezielt nach diesen Angeboten sucht. Schutz im Internet ist daher immer auch eine Art Risikomanagement, bei dem es darum geht, je nach Zielgruppe und Schutzzweck Verantwortlichkeiten zu verteilen mit dem Ziel, die Risiken zu minimieren. Und hier hat die Enquete wichtige Grundlagen gelegt, an denen sich zukünftige Entscheidungen, wie sich Politik in diesem Spannungsfeld positioniert, hat die Enquete wichtige Grundlagen für die Zukunft gelegt. Aber meine Damen und Herren, wir haben neben der Behandlung der inhaltlichen Fragestellungen als zusätzlichen Auftrag vom Bundestag mitbekommen, dass wir auch die Öffentlichkeit in geeigneter Art und Weise in unsere Arbeit mit einbinden. Das ist auch ein Lernprozess. Was meines Erachtens durchaus erfolgreich läuft, ist unsere Beteiligungsplattform www.enquetebeteiligung.de. über die die interessierte Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, mitzudiskutieren, eigene Vorschläge einzubringen und über andere Vorschläge abzustimmen. Fast alle dieser Vorschläge, die wir über das Internet bekommen, sind von hoher Qualität, und das zeigt, dass sich auch außerhalb des Deutschen Bundestags echte Sachverständige konstruktiv, ernsthaft mit den Themen beschäftigen. Und auch von dieser Stelle möchte ich denen, die sich über diese Plattform einbringen, herzlich danken. Und ich möchte in den Dank auch explizit diejenigen mit einschließen, die diese Plattform, Adhocracy-Plattform, zum Teil in ehrenamtlicher Arbeit mit aufgebaut haben und im Moment auch am Laufen halten. Die Ergebnisse fließen direkt in unsere Arbeit und Texte mit ein. Meine Damen und Herren, wenn ich sage, es ist ein Lernprozess, dann müssen wir vielleicht auch noch lernen, dies auch entsprechend
besser nach außen zu dokumentieren. Sozusagen das Feedback aus dem Bundestag heraus an die Nutzer. Ich glaube, wenn wir da besser werden, erhöhen wir auch den Anreiz, dass auch noch mehr an Inhalten aus der Öffentlichkeit, der interessierten Öffentlichkeit zurückkommt. Meine Damen und Herren, wenn ich auf der anderen Seite das Bild betrachte, das wir aus unseren öffentlichen Enquetesitzungen heraus über den Livestream nach draußen transportieren, dann bin ich da durchaus kritisch, auch selbstkritisch. Kollege Brandl, gestatten Sie eine Frage des Kollegen Reichenbach, bitte. Kollege, würden Sie mir zustimmen, dass es vielleicht der Enquete als Ganzes gut getan hätte, wenn wir nicht nur das Plenum öffentlich übertragen hätten, sondern die viel sachbezogenere Arbeit den Projektgruppen auch öffentlich gemacht hätten? Und wären Sie vielleicht bereit, mit uns darüber noch mal zu diskutieren? Ich sehe da ein Spannungsfeld. Und zwar, was wir erleben ist, wir erleben in den Projektgruppen eine sehr konstruktive Zusammenarbeit gemeinsam mit Sachverständigen und gemeinsam mit den Abgeordneten. Und eigentlich das, was man von einer Enquetekommission erwartet, dass sich Abgeordnete und Sachverständige aus unterschiedlichen Fraktionen, vor unterschiedlichen Hintergründen aufeinander zubewegen, genau das findet in den Projektgruppen statt. Aber Herr Kollege, ich erlebe auch was anderes. Ich erlebe die öffentlichen Enquetesitzungen, die im Internet per Livestream übertragen werden und die natürlich auch intensiv dann direkt während der Sitzung auch über Twitter kommentiert werden und wo es auch rückkoppelt. Und diese Sitzungen unterscheiden sich diametral atmosphärisch und auch von der Art und Weise des Zusammenarbeitens von den Projektgruppensitzungen. Eine Annäherung oder eine Kompromissfindung findet in diesen öffentlich ausgetragenen Sitzungen nicht statt. Stattdessen steht immer im Vordergrund die Vermittlung der eigenen Position, der eigenen unverrückbaren Wahrheit. Und der Herr Kollege Notz hat ja dargestellt vorher, deswegen, Herr Kollege Notz hat ja vorher dargestellt, bei welchen wichtigen Punkten und zentralen Punkten wir auch Konsens gefunden haben. Und meine Damen und Herren, deswegen habe ich vorher auch angesetzt, ich bin da selbstkritisch. Es liegt an uns, das auch dann sozusagen besser darzustellen. Ich habe da auch kein Patentrezept. Aber es ist das, was ich beobachte, dass in den, ich sage mal, öffentlichen Enquetesitzungen mit dem Livestream zwar vordergründig die totale Transparenz dargestellt wird, aber eigentlich nicht die Wirklichkeit des konstruktiven Miteinanders. Und Herr Reichenbach, nein, also ich habe Ihre Frage versucht differenziert zu beantworten. Ich bin nicht gegen Transparenz und gegen Öffentlichkeit. Im Gegenteil, wir müssen versuchen, auch das, was wir hier machen, entsprechend in die Öffentlichkeit richtig darzustellen. Aber das, was wir sozusagen die Erfahrung, da müssen Sie mir zustimmen, Herr Kollege, die Erfahrung, die wir in den öffentlichen Sitzungen gemacht haben, ist nicht geeignet, um das Bild der Enquetesitzung in der Öffentlichkeit zu fordern. Und es wundert mich, es wundert mich deswegen auch nicht, dass die Menschen, wenn sie nur dieses Schauspiel erleben, sich enttäuscht abwenden und sagen, die Enquetekommission sei gescheitert. Herr Kollege Reichenbach, Sie dürfen sich setzen. Ich würde noch. Ja, aber ich rede deswegen. Ich habe deswegen auch lange auf Ihre Frage geantwortet,
weil es natürlich mir auch ein Anliegen ist und ein Thema ist, wo ich mich auch damit beschäftige, wie es uns besser gelingen kann, das konstruktive Miteinander auch öffentlich darzustellen und nicht immer nur den Streit zu betonen. Der Streit ist auch wichtig, weil die Menschen müssen wissen, wer für was steht in der Politik. Aber es ist nicht das, was sie von der Enquete-Kommission erwarten. Und meine Damen und Herren, wir haben sehr gute Berichte vorgelegt. Wir haben einen sehr guten Bericht Medienkompetenz vorgelegt. Und wer den Bericht liest, zeigt, wer den Bericht liest, sieht, dass wir und die Sachverständigen sehr viel Mühe darauf verwendet haben, die teilweise sehr komplexen Zusammenhänge von verschiedenen Seiten zu beleuchten und auch in weiten Teilen zu konsensualen Handlungsempfehlungen kommen. Mir hat die Arbeit sehr viel Freude gemacht. Ich kann auch sagen, ich habe in der Arbeit viel auch gelernt von den Sachverständigen. Herzlichen Dank auch für den tollen Input, den Sie immer wieder geliefert haben. Und ich freue mich auf die zweite Hälfte der Enquete-Kommission und auf weitere konstruktive Zusammenarbeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.